Hallihallo, und all die letzten Parts gesehen haben, das dachtet ihr euch wohl so, dass ich einfach so mal Let's Play zwischendrin pausiere und was anderes in der Zeit mache? Nee. Ich habe mir nämlich so spontan noch eine Idee gekommen, als ich ein bisschen weiter gezockt habe. Und zwar zeigt mir mein Kalender an, dass das kein normales Samstag-Duell ist. Und deswegen, also weil hier Qualifying Round steht, werde ich mal die jetzt schnell im Let's Play gewinnen. Und euch halt eben an diesen Events, die hier immer mal kommen, sozusagen dran teilhaben lassen, bis wir dann irgendwann mal den November erreicht haben. So, das heißt, hier geht's gleich los. Willkommen zu meinen Students. As I've invited friends of Yugi to join us in this grand event, I believe you'll find it to be a challenging and enjoyable experience. Also, ja, hallo, willkommen. Und ich habe viele Freunde von Yugi eingeladen und deswegen dachte ich, du könntest es als eine Herausforderung und spaßige Erfahrung ansehen, hier mitzumachen. So, jetzt inhaltlich, ne? Nicht Wort für Wort. I'm proud to announce that the winner of this contest will walk away with a very special pack of cards. Also, ich bin stolz, dir sagen zu dürfen oder verkünden zu dürfen, dass der Gewinner dieses Contests mit einem sehr speziellen Pack von Karten, also sehr seltenen Karten, weglaufen wird. Also, das bekommt was. Ja, ist zwar kein Standardtext, aber ich glaube, übersetzen muss ich die trotzdem nicht alle. So, los geht's. Es kann sein, dass ihr im Hintergrund immer noch mal meine Kühlung hört, die immer. Macht. Kühlung, die ja, kühlt mein Zimmer. Das ist jetzt im Sommer einfach mal notwendig. Und deswegen bitte ich euch, das zu entschuldigen, falls ihr das hören solltet. Aber ohne das kann man zu dieser Zeit einfach nicht überleben. So, High Tide, du kommst auf den Friedhof und Giant Stone Sorter. Giant Sword of Stone, mein Gott. Du darfst dort nicht hinlegen. Oh mein Gott, ein Wasserelement. Oh, wie cool. Danke, dass du dir selber 1100 Schaden gemacht hast. Jo, danke. 69. Ah, ich krieg's mal wieder hin. So, dann, da es gerade einmal so gut läuft, die Taktik gegen die, probieren wir es gleich noch einmal. Und Rendement. Also, dann wird das Let's Play von jetzt an bis zum November. Immer, also November im Spiel immer so aussehen, dass ich immer wieder diese Wochenendduelle aufnehme. Also außer es ist ein ganz normales Wochenendduell, dann lasse ich das weg. Ich zeige schon immer am Kalender, wie weit wir schon gekommen sind. Und dann am November werde ich das dann mal schnell nebenbei gewinnen. Hoffentlich. Und so, wird schon passen. Und danach werden wir diesen Truesdale und Simon und wie die Gegner alle heißen, mal schnell eine Abreibung verpassen. Und danach können wir ja getrost das Let's Play als erfüllt, als durchgespielt erachten. Und ich glaube, ich muss gleich mal wieder mein Skype ausmachen. Das vergesse ich immer wieder. Okay, das wird nicht allzu lange dauern, deswegen denke ich mal. Und mich. Ah, ich musste es. Okay, heißt, ich mache mal kurz Pause. Also bis gleich. Weil das Spiel ist gerade ein paar Millisekunden weitergegangen. Also die hat gerade nur den Typen da beschworen und greift jetzt damit an. Ja, ich würde da gerne mein Gewebe aktivieren. Danach hätte ich auch gerne meine Time Machine noch. So, ja, ihr kennt den gleichen. Also es war wie der wie bei. Es war. Ach, egal. Ja, jetzt also gut, mein Skype ist noch nicht ausgestellt, Alter, bin ich einfach Vollpfosten. Aber es soll zumindest keiner mehr was machen, da gerade keiner online ist, der irgendwas machen könnte. So, was mache ich denn jetzt? Ich hätte nicht damit gerechnet, dass sie einen 2-5er im Deck hat. Ich dachte, das mache ich mal schnell hier mit links fertig und dann ist gut, aber nein. Kriegt ihr noch einen 2-5er auf die Reihe. Okay. Ich gehe mal ein bisschen auf Angriff, das lief bisher alles ganz gut so. Also, ja, wenn ich es einfach so weitermache mit meinen Leuten Verteidigungsmodus legen, bringt sie sich am Ende noch selber um und das würde mir auch schon reichen. So, Mavis 2, Endphase, ich bin dran.
gut. Oh, Kuribo! Ja, bist du wieder. Oh, 2,5, ey. Ich hab, komm nur auf 2,4. Egal, wieder in die Kampfphase. Das lief gerade eben ja so gut, ne? Und hier auf den, ja. Zum 4,5 und sie ist schon mal unter 4000. Das ist doch schon mal ein guter Anfang. Noch nicht perfekt, aber ein guter Anfang. Alter, 600. Hat die nichts Starkes außer diesen einen Gegner da? Das ist ja. Oh, ich sehe da eine große Chance, mich noch zu gewinnen. Und das ohne den Typen zu zerstören und. Na, okay. Ja, Problem hat sich gerade eben von allein gelöst. Boah, eine tanzende Elfe. Die macht sich schon wieder selber Schaden. Warum kann nicht jeder Gegner so sein wie die? Das wäre doch mal echt. Oh, genial. Okay, es ist A, erstes Tier, B, eine Frau. Nichts gegen Frauen, aber ich meine, Yu-Gi-Oh! Werden nicht allzu viele Frauen spielen, denke ich mal. Oder wenn doch, falls ich Zuschauerinnen habe, die Yu-Gi-Oh! Spielen, bitte mal in die Kommentare schreiben, bei denen entschuldige ich mich dann persönlich. Aber ansonsten, ja, gibt da wahrscheinlich, denke ich, ist so für mich klischeehaft, dass Frauen in Yu-Gi-Oh! Spielen nicht so gut sein werden, sind. Ausnahmen besteht in die Regel, klar, aber in die Regel wird das schon so gesagt. So, Mayface. Oh mein Gott. Königin Stubel darf direkt angreifen. Oh nein. Ah. Gut, ich bin dran. Zack. Trap Hold. Wird mir in dem Kampf überhaupt nichts bringen. So, und die Kampfhaut und ich habe gegen sie das erste Mal gewonnen. Yeah. Also, jetzt von diesem Match, ne? Da, you win, I've won, fuck yeah, that's enough. So, ich bin gut, danke. Vielleicht ist es Zeit, dass ich ein paar Karten von Yugi nutze, ein paar Karten, die ich mit Yugi getauscht habe. So, jetzt, nun da wir bereit sind, lass das Duell beginnen. Hier geht's los, oder? Here we go, los geht's, so wie Ikuse auf Japanisch. Angriff. Los, lass uns, ja. Stimmt, ne? Ihr versteht schon. Kennt es ja. Wenn ich immer nicht die richtigen Wörter finde, dann ist das mein Standardsatz. Ihr versteht schon. If you know what I mean, and you know what I mean. Oh, nicht ernsthaft, ey. Jetzt muss ich meine Trap Hole im ersten Zug, in dem ich die gedeckt habe, einsetzen. Also, nee, ey. So haben wir nicht gewettet. So. Lege ich gleich mal den hier noch verdeckt, damit sie sich auch ordentlich wehtut. Und Runde melden. Also auch gleich will ich wieder mit dem Kopf durch die Wand, da bin ich mir sicher. Alter, wieso hat die jetzt Regeki? Wo hat die jetzt Regeki herbekommen? Da. Nee, 1-2 geht in Ordnung. Okay, ich sollte mich konzentrieren, nicht, dass ich doch noch verliere. Das wäre echt peinlich. Zum Beispiel wegen sowas, weil ich nur noch eine Kuribo auf der Hand habe. Oh, wow, wow. Okay, 600. Da ist mal wieder ein schwacher Gegner. Schön. So, jetzt ganz ehrlich, die 1-2, die fange ich jetzt immer noch nicht ab. Weil noch habe ich 5000. Nachher kommt vielleicht ein 4000, aber wer weiß, wo die gehen. Ja. Alter, ernsthaft, Herz der Karten? Gibst du mir hier so eine Scheiße? Und der immer mehr Monster? Das ist jetzt aber mal sowas von nicht nett. Da müssen wir dann nachher nochmal reden, ne, Herzchen? Das geht so nicht weiter. Das klappt so nicht. Und wehe, jetzt kommt ein Megamorph. Da trage ich dir den zurück ins Deck rein. Genau, Heidheit. Das ist doch mal ein Wort. So, dann kriegt er noch einen Black Pendant ausgerüstet. Yo. 2,150 ist eine schöne Zahl. Danach Rush Rapacy verdeckt. Und die Kuribos behalte ich in der Hand. Und jetzt greifen wir doch mal an. Mit 2,150 auf Weather Control. Und machen mal ein bisschen Schaden. So, Runde beenden. 6,4,5,0. Ey, das ist fast mein Passwort, was ich hier in der Schule benutze für meinen Schulrechner. Fast, also letzte Zahl stimmt nicht. Aber ansonsten, ja, ist das schon verdammt nah dran. Hab ich gerade richtig gesehen, dass die einen 1,9er hat.
einen verdammten 1,9er. Fuck, ey. Ich hab doch Kuribo dann, also, aber... So, hier muss ich jetzt mal Kuribo aktivieren. Allerdings hat sie noch gemiert. Alter, hat die mich denn echt fertig gemacht? Die? Verdammt, jetzt habe ich Kuribo nicht aktiviert. Aber... Oh... Heaven, I got the cutest monsters. Habe ich nicht die süßesten Monster? Ja, ich würde nicht den Fehler machen und die unterschätzen, wie das aussehen kann manchmal, schätzen, if you know what I mean, also, hier, hier, ne, und so, if you know what I mean. Ja, könnt ihr selber übersetzen, ich glaube, das kriegt ihr noch hin. So, ich hatte einfach nur scheiß Karten beim letzten Mal, nur damit du das weißt. Dieses Mal wird das auf jeden Fall anders ausgehen, denn ich habe Shield und Sword. Und ich habe meinen Mahavailo, den ich leider überhaupt nicht ausrüsten kann. Aber lassen wir es mal. So, 1,5,5. Auf geht's. Hey! Enchanting Mermaid. Wenn ich jetzt wüsste, was Enchanting heißt. Ich weiß, ein... Ach, egal. Wie viele Change of... Oh, okay, ist jetzt in der Runde, aber warum hatte ich schon wieder ein Change of Heart? Mensch, Mensch, Mensch. Mädchen, mit dir macht mal was mit hier. Ey. Aber ich wette mal, das war jetzt die Strafe dafür, dass ich gesagt habe, dass Mädchen nicht so gut Yu-Gi-Oh! Spielen können. Das wird's sein, auf jeden Fall. Das erklärt dann nämlich auch, warum ich jetzt wieder gewinne, weil die Strafe habe ich jetzt bekommen. So, 2,5. Bitte mal angreifen. Change of Heart ist schon weg. Allerhöchstens könntest du noch Snatch and Steal aktivieren. Also hier, wo man das Monster Gegner schon mal übernehmen kann, dafür aber immer wieder 1000 Lebenspunkte zahlen muss. Oder sie aktiviert Maximum Burn. Opfert das Monster? Nee, okay. Okay, vertan. So, Red Eyes Black Dragon. Hallo, schön dich wiederzusehen. 7 Tools of the Bandit verdeckt und Enderbell Face. So, Angriff. Erstmal auf das verdeckte Monster. Gut. Wettercontroller. Das ist sozusagen Formeo des Yu-Gi-Oh! Das ist doch Formeo, oder? Ja, das ist auf jeden Fall Formeo. So, Manitabak. Hallo und schön dich wiederzusehen. Enter the Face. Also ich glaube, das Duell verliere ich jetzt nicht. Außer jetzt kommt ein Gigi oder sowas, aber ansonsten sollte ich das Ding jetzt schaukeln können. Runde beenden. So, du bist dran. Oh mein Gott, der kleine Engel. Oh mein Gott. So, ich würde gerne Mahavailo zerstören. Das wäre sehr nett. Ja, genau. Endphase und ich bin dran. Zack. Megamorph. Bringt mir sowas von überhaupt nichts. Dafür geht hier in die Kampfphase rein. Und dann, heraufbeschworener Dottenkopf. Mach mal den kleinen Engel dort Platz. Genau. Wenn ich 2 kann ich nichts machen, deswegen wollte ich auch eigentlich auf NCJ turnen, aber ich bin verrutscht. So, 1000 aus Gilo Hero. Ja, mach ich. Mir schadet es nicht, wenn du dich selber erledigst. Hab ich überhaupt nichts dagegen. So, Call Dragon und jetzt habe ich das Ding. Ein Rechnerisch noch nicht geschafft, aber bin nah dran. Weil das sind 1,5 plus 1,6, das sind noch 500 Lebenspunkte. Okay, gut. Bam, 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 schicka, wow, wow. Und. Throwface, Byface, was machst du jetzt? Oh! Jetzt nicht dein Ernst, oder? Das ist jetzt nicht dein Ernst, dass du echt nochmal Regiki auspackst. Ah. Nicht einfach mal sich geschlagen geben können die da. So, ich weiß, mit Shield und Sword hätte ich jetzt gewinnen können, aber lassen wir es mal. Gewonnen habe ich so nämlich trotzdem, ist jetzt sogar selber platt gemacht. Ja, das ist wieder mal so eine extra Besonderheit. Zack, you win. Ah, come on. So, ups, ich habe verloren. Ich werde Yugi fragen. Ob man nochmal mein Deck gucken kann. Ich sag dir das nächste Mal, nee, I'll tell you,
Ich sage dir, nächstes Mal werde ich auf jeden Fall gewinnen. Okay. Das sind jetzt meine besonderen Karten, die ich alle schon habe. Nee, egal. Wir gucken wir uns den Kalender an und Grandpa Cup Finale haben wir freigeschalten. Na dann, Großvater, ich werde mal, ja.